Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel mit einer neuen Folge vom SCB Verse Report. Wieder ist eine Woche rum und ich habe diese Woche Weezen an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr und wir freuen uns alle, denn wir warten alle immer noch auf den Patch 2.6 und auf Star Marine. Aber es kann jetzt jeden Tag soweit sein, dass der Patch den Evocatis zur Verfügung gestellt wird und eine Woche später dann, so Gott will, auch ins PTU für alle kommt. Und der Termin 8.12. soll auch gehalten werden für den Live-Release. Ja, na, da können wir mal gespannt sein, ob das dann auch wirklich so eintreten wird. Aber wir bleiben jetzt mal optimistisch. Und es ging diese Woche bei den Weekly Updates auch im Prinzip die ganze Zeit um den Arena Commander und um Star Marine. Und ja, wir fangen einfach mal an mit Around the Verse. Da war auf jeden Fall, ging es auch um Waffen, Raketen, Granaten. Und ein wunderschönes Multitool, das Greycat Industrial Multitool, wurde vorgestellt, mit dem man kleinere Schäden reparieren kann, mit dem man halt schneiden und schweißen kann, als kleiner Vorgeschmack für so Ausrüstung, die man dabei haben kann. Und wie gesagt, verschiedene neue Raketen wurden vorgestellt und die erste Granate im Spiel in Star Marine, die MK4 Splittergranate, sowie eine ganze Auswahl von anderen Granaten. Genau, und zwar sollen später noch dazu kommen die Brand, Cluster, EMP und die Radarstörungsgranate. Da sieht man auch schon, dass wirklich das taktische Gameplay später eine große Rolle spielen soll. Ist jetzt aber noch nicht so möglich, weil jetzt erstmal die Grundlagen geschaffen werden. Es wird auch so sein, dass Sawyer nochmal ein Behind-the-Scenes zu Star Marine aufnimmt. Also verfolgt den Channel, dann werdet ihr da nochmal ein Voice-Over bekommen, was nochmal detaillierte Informationen liefern wird. Genau, denn Reverse the Verse, was ja genauso wie ATV aus dem gleichen Studio berichtet, diesmal ja aus Frankfurt, ist auch nochmal auf Star Marine eingegangen und wie gesagt, wir können uns jetzt nur ein paar Punkte rausgreifen. Den Rest, wie gesagt, wartet aufs Voice-Over und lest unbedingt auf SCB darüber nach. Ja, bei Reverse the Verse, wie gesagt, Brian Chambers war im Studio mit Todd Pepe und sie haben sich David Sibber, den Junior Weapons Artist, zur Seite genommen und haben ihn alle möglichen Fragen gefragt zu den Waffen. Ne? Und ein Punkt war zum Beispiel, dass man bald vielleicht Feinde ausschalten könnte, ohne sie zu töten. Also nicht tödliche Waffen sind auf jeden Fall geplant, aber natürlich jetzt mit dem Release noch nicht dabei. Außerdem wurde gesagt, dass das Ziel ist, dass Waffen halt personalisiert werden können. Das heißt, man kann sie modifizieren, man kann die Visiere austauschen oder umbauen. Auch das ist geplant und wird eine große Rolle spielen bei den Waffen. Dann haben sie außerdem gesagt, dass Flammenwerfer im Moment noch nicht ins Spiel implementiert werden können, ja, weil sie halt Sauerstoff benötigen und das würde derzeit halt noch nicht funktionieren. Aber hey, sie werden Sauerstoff brauchen. Hey. Das ist also keine Animation nur und nicht nur einfach irgendwie ein Gimmick, was man in der Hand hält, sondern es wird komplett simuliert. Das heißt, je nachdem, wie die Atmosphäre ist, wird er halt funktionieren oder halt nicht funktionieren und im EVA garantiert nicht. Das finde ich schon ganz cool, muss ja, ich sagen. Ja, das ist auch ganz cool. Was ich auch ganz cool finde, wenn es denn soweit dann sein sollte, also im Moment ist ja noch nicht nur so, dass sie gesagt haben, also Waffen von Aliens, die können halt momentan noch nicht von Menschen genutzt werden. Das liegt aber allein daran, dass die Größenverhältnisse im Moment noch irgendwie so absurd sind, dass das irgendwie nicht so gut aussehen würde. Aber wenn das mal irgendwann funktioniert, glaube ich, dann ist das ganz geil. Ja, oder halt als Souvenir sich so eine riesige Vendul-Waffe halt hinter den Schreibtisch hängen. Das wäre schon ganz geil. Ja. Aber ich glaube halt so, weiß ich nicht, so ein Vendul-Schwert oder Vendul-Speer, der irgendwie 3 Meter groß ist. Ich glaube, das wird halt schwierig dann so im Nahkampf. Ja, apropos Nahkampf, sie haben auch gesagt, es wird unbewaffnete Kämpfe geben, ne? Also da, ja, daran feilen sie auch noch, das ist auch alles noch nicht so klar, wie, ja, das System ist halt noch nicht so richtig ausgereift. Das wäre halt richtig spannend, wenn man halt, sag ich mal, mit Tastenkombinationen dann auch verschiedene, ja, vielleicht Paradestellungen einnehmen kann oder halt ein bisschen sophisticated. Aller Tekken so. Genau, aller Tekken ein paar Bewegungsabläufe hat, ist aber noch gar nicht ausgereift, kommt auf jeden Fall. Was nicht kommt bei Star Marine ist der Bombenmodus oder der Capture the Flag Modus, den wir von anderen Shootern kennen, das wird es nicht geben. Stattdessen ist eine Testumgebung geplant, wo der Arena Commander als auch Star Marine kombiniert werden sollen, um gezielt größere, ja, Ziele auszuschalten, wie zum Beispiel eine Idris. Ja, die könnte man dann zum Beispiel einnehmen. Wo wir bei der Spekulation wären, was wir euch auch letzte Woche gefragt haben, was könnte denn die sogenannte Megamap sein? Und ja, wir denken mal, das könnte die Antwort darauf sein, dass das halt diese Kombination zwischen Arena Commander und Star Marine ist. Und das wäre schon ziemlich geil, muss man sagen. Ja,
Das wäre wirklich cool, weil dann könnte man auch schon so taktisch oder fast schon so ein bisschen strategisch weiterdenken und sich sagen, okay, meine Freunde fliegen halt irgendwie die Staffeln, jetzt ist die Hoplite neu mit dem Patch drin, die ist auch noch dabei, die setzt die Leute ab und dann erobern wir halt die Idris. Das wäre schon, ja, echt genial. Oder wir sprengen die Idris in die Luft, wäre auch ziemlich auch geil. Auch nicht schlecht. Den Reaktor überladen und dann, naja gut, ich denke jetzt ein bisschen weit. Du bist schon wieder. Schon wieder völlig in der Zukunft. Aber das ist so, das Ziel ist tatsächlich, dass es taktisch werden soll. Aber die meisten Systeme sind noch nicht integriert. Und deswegen ist es auch noch nicht klar, wann die Möglichkeit im Spiel sein wird, dass man die Respawn-Funktion deaktivieren kann für die Spielmodi. Ja. Ja, dazu müssen halt die Systeme noch ausgefeilt werden. Wie gesagt, ein bisschen Geduld. Das Ganze steckt noch in der Entwicklung. Wahrscheinlich wird es auch erst so sein, wenn bestimmte Gadgets oder Systeme wie Wiederbelebung und so fertiggestellt werden, dass das Ganze dann erst in Star Marine überhaupt taktischer wird. Und da haben wir tatsächlich auch noch eine sehr, sehr traurige Nachricht. Die Magnetstiefel, die so angekündigt wurden, die werden in der Form nicht kommen. Das heißt, man wird zwar auf den Oberflächen von Schiffen laufen können, aber sie werden nicht simuliert. Das heißt, ein Einschalten der Stiefel und ein langsames Landen, das ist dann nicht der Fall, sondern man wird automatisch auf den Hüllen landen können und dann halt laufen können wie auf einer Oberfläche. Leider war das nicht möglich, das zu simulieren. Finde ich sehr, sehr schade. Übernimmt jetzt das EVA-System sozusagen. Ja, schade, aber... Gut, wenn's nicht geht, musste machen. Genau. Ist zu kompliziert wohl, die ganze Hülle. Ja, das war's auch schon aus Reverse the Verse und ATV. Wie gesagt, lest nochmal nach, es waren jetzt nur so ein paar Stichpunkte. Wir kommen weiter zu Rustys Tipps der Woche. Und der liebe Rusty, das war diesmal ganz spannend, fand ich, ne? Hat die sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese aufgeworfen, sozusagen. Und die besagt, dass die Sprache das Denken formt. Das klingt erstmal total hochtrabend, aber ich finde, das ist eigentlich total interessant. Denn wenn wir geboren werden und in einem bestimmten Sprachkontext aufwachsen, sozusagen, da wird sich jetzt die Frage gestellt, okay, wie ist das? Wie sind dann unsere Welterfahrungen? Haben denn lexikalische Strukturen oder grammatikalische Strukturen der Sprache Auswirkungen auf unsere Erfahrungen in der Welt, auf unsere Weltsicht? Weltsicht vielleicht sogar. Und damit hat er sich beschäftigt und das Ganze ja ausformuliert, übersetzt und recherchiert. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Rusty, wie gesagt, nachzulesen auf SCB. Und, da ist mein Zeigefinger da wieder, ist er, ich hab's gespürt. Diese ganze These spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, mit Alien zu kommunizieren. Das wäre ein Anknüpfungspunkt. Und da wird dann auch noch mal auf den Film Arrival verwiesen, der jetzt gerade in den Kinos ist. Weil da wird diese These genau benutzt, um als Teil der Filmhandlung. Ja, genau. Dann, was gab es noch Neues? Ach Mensch, ja, unsere Videos. Unsere Videos. Da. Und Sawyer hatte die Ehre, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, in den Morgenstunden so. Es muss so gegen 5 Uhr oder sowas gewesen sein. Oder 6, keine Ahnung. Als er die Q&As zu Prawler aufgenommen hat, 19 Fragen, waren tatsächlich sehr, sehr spannend. Aber er war, glaube ich, nicht mehr so richtig in der Lage, das jetzt die Begeisterung voll zu spüren in dem Augenblick. Ja? Ach doch. Ja, das hat er ja inne, das ist ja in seinem Herzen. Also fragt ihn natürlich in die Kommentare, wie groß die Begeisterung war. Also er hat auf jeden Fall alle Fragen ganz toll aufbereitet. Wie gesagt, ihr könnt sie natürlich nachlesen. Das ist ganz klar Teil 1 und Teil 2. Aber so wie der Sawyer das gemacht hat, lohnt war es sich auf jeden Fall. Vor allem die Augenränder, hat mich sehr gefreut. Komm, jetzt hör doch mal auf. Nein, tatsächlich war es sehr spannend, weil auch die große Fragestellung bearbeitet wurde. Hoplite, Redeemer, Brawler, wo sind die Unterschiede? Da waren einige Themen dabei, die sehr, sehr wichtig waren und die auch dazu geholfen haben, dass man das Schiff ein bisschen besser verstanden hat. War ja so ein großes Fragezeichen, was mache ich denn eigentlich? Genau. Ist bei mir auch so ein bisschen übrig geblieben. So. Ist nicht beantwortet jetzt, du, dann guck dir mal Sawyers Video an, mein Lieber. Ja. Ein Truppentransporter ohne Jump Drive, genau. Der nur zum Truppenabsetzen gedacht ist, dafür aber relativ teuer und groß. Ich weiß nicht. Ich habe nicht zugeschlagen. Ich war standhaft. Ach, na gut, aber es gab genug Leute, glaube ich, die da zugegriffen haben beim Anniversary Sale. Wahrscheinlich, aber wir verquatschen uns, wir müssen jetzt weiter, denn es gab noch ein weiteres Voice-Over zur Drake Buccaneer. Und das hat auch Sawyer gemacht, ne? Das hat auch Sawyer gemacht und tatsächlich ist das Schiff noch in der Whitebox-Phase, dazu gab es jetzt das Update. Gesagt wurde, sie wird einen Geschwindigkeitsvorteil haben, sie wird agil sein, sie wird gut ausweichen können, aber Höhlenpanzerung, Ausdauer wird das Schiff nicht haben. Sie wird sehr, sehr schnell an die Grenzen kommen, wenn sie getroffen wird. Aber sie hat eine hohe Waffenlast. Sie kann sich zur Wehr setzen. Also wirklich muss offensiv geflogen werden. Man kann dann, wenn man es gut einsetzt, wenn man die Raketen auch benutzt, die das Schiff hat, kann man auch
Jäger wie eine Hornet zum Beispiel in die Knie zwingen. Genau, und schnell abhauen, so wendig wie sie ist. Ja, dann gab es noch, da gab es noch ein Video, das habt ihr beide gemacht, ne? Sawyer und Weasen, und ihr habt euch beschäftigt, genau, im neuen Schiffsguide mit der Katoal und der Saber. Genau, wir haben zwei Schiffe noch gecovert, einmal die Katoal von den Xian, sehr, sehr schönes Schiff. Unser erstes Alien-Schiff, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es war unser erstes Alien-Schiff in der Reihe. Ein Vorbild für die gesamten Xian. War sehr, sehr spannend. Und dann haben wir die Saber. Das ist ja so der Dogfighter, den alle kennen. Der berühmteste nach der Hornet. Die Aegis Saber haben wir vorgestellt. Über die Flugeigenschaften gesprochen und gesprochen, wo ihr dieses Schiff am besten im Kampf einsetzen könnt. Ja, dann gab es noch eine neue Folge von Orbital Supermax, Folge 10, also die vorletzte. Es wird spannend, Leute, denn in Folge 11 wird sich zeigen, ob Nyland und Kayla das Ganze überleben werden oder eben nicht. Tja, und dann haben wir es auch geschafft und versuchen das Ganze nochmal für euch so als Gesamt-Download zur Verfügung zu stellen. Wo wir das machen, wissen wir jetzt noch nicht, aber ihr werdet dann in der Lage sein, das Ganze am Stück zu hören und dann halt zu pausieren, wenn ihr sagt, wir gehen jetzt schlafen. Vielleicht ein bisschen angenehmer, als das alles in so kleinen Episoden zuzuhören. Ja, das testen wir dann mal aus, wie das so ankommt bei euch. Ja, und damit sind wir schon eigentlich durch für diese Woche. Wir warten weiter. Also, wie ihr seht, ein Update jagt das nächste. Und jetzt kommen wir schon zur Interaction. Und natürlich wollen wir wissen von euch, was interessiert euch denn am meisten am Patch 2.6? Sind es vielleicht die Schiffe? Oder ist es Star Marine? Ich schätze mal, die meisten werden Star Marine sagen, aber ich weiß es nicht. Oder ist es gar das neue Flugmodell? Man weiß es nicht. Schaut es euch an auf Google+, da fehlt ihr die Umfrage, wie immer. Und dann werten wir die aus und könnt euch dann sagen, was die Spieler am meisten am aktuellen oder am neuesten Patch 2.6 dann interessiert. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Mal sehen, in welcher Kombination. Bis dahin freuen wir uns natürlich wie immer über eure Kommentare, euer Feedback, eure Wünsche, eure Träume, eure Gedanken. Eure Dislikes. Die Likes. Darüber freuen wir uns nicht, aber darüber sind wir trotzdem dankbar, denn das könnte uns verbessern. Das könnte uns verbessern, auf jeden Fall. Kommentiert. Schreibt, denn Sprache formt das Denken, haben wir jetzt gelernt. Das haben wir gelernt, genau. Das werden wir jetzt auch beherzigen. Damit kommen wir auch schon zum Ende. Und wenn ihr euch unterstützen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil vorbei. Und damit verabschieden wir uns jetzt, wie immer, mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!